ob der Frühling jetzt schon da ist? Also, als vor genau 6 Wochen der entfernte Verwandte von unserem Schwarzschwanz-Präriehund hier in den USA nachgeschaut hat, am Murmeltiertag nämlich, war davon noch nichts zu sehen. Der Legende nach müsste es aber genau jetzt soweit sein. Ja, und tatsächlich freuen sich Besucherinnen und Besucher wie die Bewohnerinnen und Bewohner im Tiergarten Schönbrunn darüber, dass der Winter sich schön langsam schleicht. Jetzt, wo die Temperaturen wieder besser werden und wärmer werden und auch die Sonne wieder rauskommt, können auch die Orang-Uten die Außenanlage wieder nutzen. Aber Moment mal, die schaut doch jetzt ganz anders aus als im letzten Herbst, diese Außenanlage, bevor die Orang-Utan-WG komplett ins warme Innere übersiedelt ist. Die haben wir letztes Jahr umgestaltet. Besonders gerne nutzen sie die Nester, die ganz oben sind. Da liegen sie extrem gerne drinnen, da rasten sie gerne drinnen, lassen sich dabei die Sonne auf den Bauch scheinen und beobachten dabei auch sehr, sehr gerne die Besucher. Ja klar, bei der Aussicht. Wobei bei den aus Südostasien stammenden Menschenaffen nicht nur Chillen angesagt ist. Haben sich die Leute im Zoo doch sehr bemüht, hier alles nach tropischem Regenwald aussehen zu lassen. Die Temperaturen, die passen halt noch nicht so ganz. Dort unten hat es nämlich selten unter 22 Grad. Aber das macht ja nichts. Affe freut sich auch über 13 oder 14 Grad. Die erweiterten Klettermöglichkeiten nutzen sie auch extrem gerne. Grazuria, der kleine Wirbelwind, flitzt drauf herum und kann auch die Motor dazu animieren, dass sie viel mehr klettert. Auch Fladdy kommt sehr gerne raus und entspannt sich in der Sonne auf den Liegebrettern. Sari und Sol sieht man meist in der ganzen Anlage herumgehen. Auch die Wackelstangen benutzen sie mittlerweile sehr, sehr gerne. Fladdy? Das ist er hier, Wladimir, der Senior der Gruppe. Hat schon mehr als 50 Jahre am Buckel, der Herr. Schauen wir weiter zu den roten Waris, die Frühlingssonne ganz genauso genießen wie ihre Mitbewohner, die Katas. Absolute Publikumslieblinge, wobei Tierfans ja jetzt im Zoo überhaupt auf ihre Rechnung kommen. Drinnen halt nach wie vor mit Maske. Hinein in den Zoo kommt man aber seit 1,5 Wochen sogar schon ohne den grünen Pass, bis auf die Gastro, versteht sich. Ja, und ganz toll, mit ukrainischem Pass derzeit sogar gratis. Ein bisschen Ablenkung in irren Zeiten, das tut gut. Aber was sind das für bunte Vögel? Ganz genau, das sind Flamingos. Die fallen natürlich auf mit ihren rosa Federn. Die haben sie aber nicht von der Sonne, die sie jetzt trotzdem offensichtlich genießen, sondern... Die roten Flamingos genießen die warmen Sonnenstrahlen und sind jetzt schon zu beobachten beim Fressen. Und sie filtern eben aus dem Wasser Plankton heraus und dieses Plankton enthält ja das Beta-Carotin, das diese tolle, prächtige Farbe dann im Federkleid erzeugt. Des einen freut, des anderen weniger freut. Eisbär und Pinguin werden sich heute vielleicht schon denken, was für eine Affenhitze.